Jetzt zu unserem nächsten Teilnehmer. Zwei Handwerkslehren hat er absolviert, danach hat er nochmal auf Lehramt studiert. Dann durfte er lange Zeit Lehrer sein und zog auch in den Kreistag ein. Ich zähle jetzt mal auf. Er wurde dann später Bürgermeister, dann Kreisrat und Landratsvertreter, bekam den Vorsitz im CDU-Kreisverband und wurde geehrt für Verdienste ums Land. Mittlerweile ist er der Kreispräsident, den man auch als bildenden Künstler kennt. So. Jetzt bitte Applaus und macht alle mit, wenn Meinhard Füllner die Bühne betritt. Ja, danke schön, Herrn Bauer, für die Zeit, die Sie mir geschenkt haben. Nummer 7. Über 7 Brücken musst du gehen. Der liebe Gott hat die Welt in 7 Tagen erschaffen und es gibt nicht nur in der Fauna 7 Schläfer. Und dagegen sind wir heute auch. Mein Gedicht hat die Überschrift Wohlwollendes Gedicht für die größte, aufstrebendste, boomendste und von vielen bezweifelt schönste und gefühlt gourmetfreie Stadt des Kreises und der Männer und Frauen, die das alles noch verbessern wollen. Sehr verehrtes, hochgeschätztes Publikum, Bürgermeister und Kommunale der Stadt und auch von rundum, verehrte Wichtigkeiten aus Kreis, dem Bund und Kiel und auch von Vereinen, Verbänden, deren gibt es hier, ihr seid gekommen mit Neugier und großem Interesse zu erleben den Auftakt der Messe, Schaufenster Gestacht genannt, seid gegrüßt, gewiss neugierig wie ich und gespannt. Jetzt stehe ich hier, ja in doppelter Funktion, als Vertreter des Kreises sozusagen Honoration, und eingefädelt vom Auftaktmanagement mit Raffinesse, als honorarfreier Entertainer mit Poetry Slam Interesse. Aber das deckt sich mit der verbreiteten Meinung schon, dass mancher Politiker ohnehin ist ein Klon. Die Bewertung liegt bei denen, die hören und die erwarten innigst, dass sie diese nicht empören. Und der Raffinesse zweiter Teil ist auch unsere Pflicht zur kurzen Weile. Denn die Erfahrung eines jeden Referaten ist, dass Reservoir an guten Taten, die es pflichtgemäß zu loben gilt, nicht gerade überquillt. So dann wohlan, gegrüßtes Wort mit Kunst, ob ich erkauf mir eure Gunst? Gehst hart, du verkannte Blume unseres Kreises, bedurfte es noch des Beweises, dass du unter den regionalen Messen mit 101 Ständen aktiv, vital und wie besessen darum kämpfst und den Anspruch hegst und dein Image weltweit in diesem Sinne pflegst, die größte, beste und erfolgreichste zu sein. Wir werden sehen, wie es und ob sich's stellt ein. Doch die Aussichten stehen dafür nicht schlecht, denn Ziel und der Anspruch bestehen zu Recht. Aber nicht, weil die Politik sich rühmen kann. Nein, weil viele Aktivisten, ob Frau oder Mann, der vitalen wirtschaftlichen Vereinigung e.V. mit viel Motivation und ohne Radau zum Wohle des Kreises, der Region und der Stadt Wirtschaft fördern mit Expertise und Marketing satt. Es ist immer wieder erstaunlich, ärgerlich und zu erfahren, wie viele Bürger bei ihrem täglichen Einkaufsgebaren nicht wissen, kein Kenntnis davon haben, eben nicht informiert oder nicht den Mut oder die Lust, die Neugier generiert, was bequem vor Ort und mit Beratung die Stadt an Vielfalt, Auswahl und Qualität zu bieten hat. Für viele ist Internet und Amazon ein Muss. Doch bedenket, meist kommt der Transport dann plus. Nachhaltigkeit und Vertret ist das Motto klug. Da gibt's auch vor Ort wie global Probleme genug. Wir verbrauchen mehr, als wieder bereitgestellt werden kann. Das holt die Menschheit ein, brutal, irgendwann. Zynische Methoden des Handels brauchen Vertret. Nicht nur in der Welt, nein, auch bei Waren in Germany made. Aber es ist wie beim Hype um das Klima. Solange es nicht die eigenen Kreise trifft, ist's prima. So bleibt zu hoffen, dass der Schirm, der rote, den der Bürgermeister hält, nicht verhindert, dass auch kommunalpolitischer Regen fällt. Denn lasst euch sagen, liebe Ratsherren dieser Stadt, Mittelstand braucht Politik, die Bock auf Wettbewerb und Handel hat. Soziales, Umwelt, Ökologie oder Kultur sind durch Schaffen von Gewerbe und Bürgern nur zu wuppen.
Die Schaufenstergestalter um Wirobski und Konsorten wollen motivieren die Kunden der Region und aller Orten. Gesagt, du junge Stadt unseres Kreises, aufstrebend pur vital, du schaffst nach Zeiten der Kernenergie den Sprung in die neue Zeit allemal. Deine robuste hanseatische Herkunft gepaart mit ländlich-herzöglich-naumburgscher Geistesart birgt in sich die wirtschaftliche und kommunale Kraft, die Zukunft, Hoffnung, Wohlstand und Nachhaltigkeit schafft. Sei stolz auf diese aktiven Bürger der Stadt, die nicht nur schauen, die anpacken, Ideen schmieden oder auch Träume bauen. Der boomende Aufstieg hat schon lange begonnen durch die Wirtschaft, Ehepolitik hat sich besonnen. Boomender Wohnungsbau, manchmal wie Hafencity zu dicht, vergesst dabei Anspruch und Wohnwert der Menschen nicht. Platz für Gewerbe wird weiter erfolgreich geschafft. Das bringt Arbeitsplatz, Wohlstand, Finanz- und Käuferkraft. Doch unerfüllte Verkehrsprojekte stehen noch auf dem Plan. Das gilt für K64, Umgehungsstraße, Radwege und auch die Bahn. So kommt denn, liebe Bürger, in Scharen herbei, enttäuscht nicht die Erwartung der Messe, die zweifelsfrei ihr Bestes aus dem Köcher wird präsentieren, um Ihnen allen mit Leistung und Charme zu imponieren. Auch die Sponsoren, allen voran KSK, würden sich freuen, damit sie ihren Einsatz nicht rollen. Der Kreis wünscht allen gute Geschäfte und auch gutes Wetter. Und weil es sich reimt, wird Gestacht dann noch netter. Dankeschön.